Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro Online. Heutiger Deck Pro ist Kevin mit einem Züge-Deck. Das mehr oder weniger klassisch aussieht, also ja, ein Züge-Deck halt. Ja, kein Grund, gleich eine Feldzauberkarte auf der Hand zu haben, wenn wir schon den niederträchtigen Cyber-End haben. Oder Landformen. Oder irgendwas in der Richtung. Clifford. Im Unranked. Fick dich. Tragödia. Aktuell ist die Scheibe ja ein Vierer. Ja. Dann könnte ich ja mein Viech eigentlich bleiben lassen und einfach nur warten, bis ich Schaden nehme. Ja. Dann mache ich das mal. Erwischt die Kette. Nur 14 Karten im Extra-Deck. Jemand hat da ein Extra-Deck. Mäßig nervig. Jo, das war so geplant. Hallo Tragedy. Das können wir auch, sag ich dann mal, ne? Ach, und an den Typen, der gemeint hat, zwei MRTs gehen doch in Ordnung, da müsste man die nicht random abfeuern. Es ist eine Chance, einen MRT random abschießen zu können. Das ist gut, wenn man das kann. Nicht schlecht. Das kannst du machen, ist keine Spezialbeschwörung. Tragödia ist hier aber mal in Dev. Andererseits ist es doch eine Maschine. Das heißt, ich könnte... Andere Frage. Auf dem... Ja? Wenn das Ding auf den Friedhof gelegt wird, landet es da. Aber wenn das Ding zerstört wird, landet es dann hier oder hier? Müsste eigentlich auf seinem Extra-Deck landen. Müsste eigentlich, die Frage ist, tut's das? Keine Ahnung, aber wir aktivieren es mit dem Punkt. Und ich will den dann. Mhm. Und wenn Tragödia den Zug überlebt... Was sie nicht tun wird. Aber nur wenn sie den Zug überlebt. Mach ich die nochmal. Achso, nee, überlebt sie nicht. Aber nur wenn sie überlebt. Egal. Hätte sie überlebt, dann hätten wir. Hat sie aber nicht. Nein, hätten wir nicht, weil die Vanity immer noch liegt. Wie bringt uns mehr als ihm? Sag ich mal. Also, ja. Also wir haben im nächsten Zug Potenzial auf Kill. Auf den 2-8, wenn wir Skill Drain machen. Und unserer 3000. Sehr gut. Gut. Ja, also wir haben auf jeden Fall Kill, wenn da jetzt verdeckt nichts liegt. Sehr schön. Na, liegt da was? Sieht nicht so aus. Na? Gut. Clifford geschlagen mit einem Zügedeck. Ja. Ja gut, die Züge haben halt gegen Clifford den Vorteil, dass denen die Skill Drain nicht wehtut. Ja. Ja. Dann bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ein mehr oder weniger klassisches Züge-Deck halt, also der Cyber-Endrache, weil er halt von den Niederträchtigen der stärkste ist, wenn man auf die guckt, die aus dem Extra-Deck kommen und nicht die man extra ins Deck tun muss, wie den Regenbogendrachen. Ja. Ist halt ein solider 4000er, den man unter Stufe 10, um die Züge hier arbeiten, dann Nacht-Express-Ritter und Schwergüterzug, ebenfalls Klassiker, genauso wie Trolli-Olli und Raufbold. Und Trolli-Olli zweimal passt eigentlich auch, weil der bufft halt das Wasser aber auch schon. Ja. Dann natürlich der Feldzauber, ganz wichtig. Und dass zwei Landformen sind, langt auch, weil wie gesagt, ein Feldzauber ziehen und schon hat man mindestens eine tote Karte im Deck und keinen Samana-Mob, mit dem man das ausgleichen kann.
Ja, dann der Ten Goldfish halt, um schön auf die Phyrexis zu gehen. Da sind die drei Klassiker drin, sowie der Getrieberiese, um halt noch was raussuchen zu können. Also passt so, wie es ist auch. Schade, dass der Getrieberiese nicht auch die Zähne raussuchen kann. Das wäre richtig cool. Das wäre richtig OP. Dann klar, Nummer 81 und Gustav Max sind ja die klassischen CXCs. Super, dem Sonderroboter Galaxiezerstörer ist immer, wenn man den rausbekommt. Was man nicht tun würde, aber wenn. Ja, wenn und man dann noch den da hat, ist das ein. Den da, ist das halt Rapienflederwisch plus 10.000 Attack in einem Zug. An sich so schwer rauszukriegen, ist der gar nicht mal. Trotzdem zeigt die Erfahrung, dass man ihn sehr selten rauskriegt. Das stimmt. Chaos Dyson Sphäre. Warum? Ich meine, die ist schon ein guter Removal, aber die braucht halt dreimal den Zehner. Ja gut, das ist ja genauso schwer wie der superdimensionale Roboter-Galaxie-Zerstörer. Warum denn nicht? Nur, dass der superdimensionale Roboter Galaxie zerstört, Alter, dieser Name, halt wesentlich mehr Killpotenzial hat. Und für eine Control-Karte ist der dann doch ein bisschen blöd rauszukriegen. Ja, und wer rennt da schon rein? Dann gut, Himmelspalast, Gangarida, ist natürlich wieder gut. Und natürlich, wie gesagt, dreimal Cyber-Enddrache, weil man den ja irgendwie rausbekommen muss. So, Spiegelkraft, warum nicht die Prism? Oder sogar, wenn man ganz dreist sein wollte, Phoenix Wing Windblast, um den Raufbold abzuschmeißen. Tragödia schön und gut, wo ist der Schnappstahl? Irgendwie fehlt der so minimal, ja. Und Hügel des gebundenen Schöpfers ist an sich auch eine Karte, auf die man nicht unbedingt verzichten. Also dreimal den hier und dann einen Hügel des gebundenen Schöpfers ist eigentlich schon so ein bisschen machbar. Ja, weil der Hügel einfach bockgemein ist, wenn der mal liegt. Ja, weil der halt aus jedem Zehner quasi ein unglaubliches Biest macht. Was der macht halt gegen so viel immun und sorgt halt dafür, dass man nicht einfach nur dauernd Verteidigungsmodus-Monster spammen kann, weil die 1000 Schaden summieren sich halt auch. Ja. Ja, also wie gesagt, guck, dass du den Hügel des gebotenen Schöpfers und den Schnappschall noch irgendwie reinbekommst und ersetzt den die Spiegelkraft entweder durch die Prism oder Phoenix Wing Wind Blast. Ja. Ja, aber es passt dann sicher eigentlich. Wenn das Deck zu wenig konsistent ist, muss man natürlich irgendwie gucken, ob man Duality reinpackt oder sogar einen magischen Pflanzer bei den ganzen permanenten Fallen, die man hat. Also bei Kette und Ruf der Gejagten, die halt gerne mal tot auf dem Feld liegen, kann man auf jeden Fall eigentlich einen magischen Pflanzer spielen, wenn man wirklich vier Karten hat für den. Und auch einen aktivierten Schleim müsste man auch mit Pflanzer wegbekommen können, oder? Müsste und tut man, weil hier ja extra steht, wird weiterhin als Fallenkarte behandelt. Bloß will man den halt meistens für die Exis-Beschwörung benutzen. Ja, klar. Aber man könnte es theoretisch machen, ja. Wenn alle Stricke reißen. Oder halt, Oder. wenn man gerade die Skill Drain wegkriegen will, um mit Gustav Max nochmal ein bisschen Schaden hinterher zu ballern. Weil die Skill Drain ist gut in diesem Deck, aber ein paar Karten ist es dann halt auch lieber, wenn die nicht liegt. Und das hat so ein magischer Pflanzer geschickt, weil man halt nicht einfach ein MRT für seine Skill Drain verschwenden muss. Ja. Apropos 3 MRT, sehr vernünftig. Ja, endlich mal einer. Ja, das wär's dann. Für heute dieses Deck, so wie es ist, bekommt 12 Punkte. Ja. Weil es halt doch ein starkes Deck ist und die Züge halt auch nicht unbedingt ein zu unterschätzendes Thema sein sollten. Ist es kein Metathema, aber man hat gesehen, die kommen halt schon mit Metadecks klar. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die gegen Burning Abyss viel hätten machen können. Aber Clifford ist ein relativ dankbares Matchup, denke ich mal. Ja, auf die Art ist es halt so ein bisschen Top-Meta-Counter, weil. Ja, weil es halt mit der Basis. Liefert Mechanik kein Problem damit hat, einfach. Weil Clifford ist ja eigentlich, zumindest so wie es heutzutage gespielt wird, nicht mehr als ein sehr, sehr gutes, sehr konstantes Skilldrain-Deck. Ja, und dem Deck tut die Skilldrain halt, wie gesagt, nicht so wirklich weh. Und sollte denn tatsächlich doch mal die Apokryphotürme kommen, rennt halt der Nachtexpressritter mit 5000, ja 5000, der wird ja debufft, Attack drüber. Ja. Oder der Cyber-Enddrache einfach so. Genau.
Gut, also dann 12 Punkte hierfür. Wenn ihr uns eure Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some.